Herzlich willkommen bei mir, Oliver 8, bei Let's Play World of Tanks. Heute habe ich eine schlechte Nachricht für die ganzen verblödeten kleinen Arschlöcher, die ganz YouTube einen Account erstellen sich und dann negative Bewertungen geben. Weil, erkläre ich jetzt gleich, jetzt. So. Wenn ihr so einer seid, dann ist die Tür dort, könnt ihr sehen, geht raus. Ihr seid sinnlos, weil YouTube braucht euch nicht. Was habt ihr davon, wenn ihr, also nicht jetzt die hier das angucken und nicht sagen oder von mir aus, gerne, bewertet das Bullshit-mäßig schlecht. Ich stehe zu meiner Meinung, aber ich habe das schon bei vielen Kanälen erlebt von YouTube. Das ist alles sinnlos mit euch. Weil, wenn ihr die negative Bewertung gibt, ihr wisst ja gar nicht, wie viel Arbeit in den Videos Let's Play steckt. Weil ihr nichts könnt, weil aber bloß Freunde haben wollt. Wenn ihr Freunde haben wollt, geht in die Schule, kauft euch welche oder sonst was. Ihr könnt das von mir aus 100% negativ bewerten, das Video. Das ist mir Bullshit, da steck ich mir nochmal in den Arsch, da scheiß ich nochmal drauf, weil ihr seid sinnlos. Wenn ihr das selber mal ein Video, ein Let's Play macht, schickt es mir, ich beurteile es und dann werden wir schon sehen, wie es ist. Weil kein Spieler hier kann perfekt sein wie ihr oder so. Übrigens, ich bin noch Anfänger in diesem Gebiet, da kann ich noch nichts dafür, dass ihr nicht wisst, dass ich hier noch Anfänger bin und dass ihr gleich negativ bewertet. Kann ich ja nicht dafür, dass ihr nicht den Geschmack habt. Ganz einfach. Viele Leute guckt auf meine Zuschauerliste. Dann seht ihr, was ich meine. Dann seht ihr auch mal, wie das richtige wahre Leben ist. Ihr könnt nicht immer hier denken, oh, das geht so sein. Wie werde ich das gleich mal schlecht? Weil wenn ihr selber ein Let's Play macht, müsst ihr mal dran denken, dass vielleicht auch andere das geil finden. Habt ihr schon mal meine Abonnenten gesehen? Ich habe 3. Was habt ihr? Minus 0. Das geht nicht. Also. Weil ich will euch auch mal bei, wenn ihr das spielt, Let's Play, gucke, wie ihr das spielt. Ich glaube nicht, hundertprozentig nicht, dass ihr vielleicht nur so gut, aber niemand ist perfekt. Also merkt euch das mal. Vielleicht ist es mal eine Lektion. Ich spreche hier für ganz YouTube. Ich habe das schon mehrere, ich habe bei anderen großen Künstlern das auch schon angeguckt, Let's Plays. Da kommen immer so kleine Kinder und die denken, ja, die kann ich ja gleich mal negativ bewerten. Tja, falsch gedacht. Ich bin noch in der Anfangsstufe, merkt euch das. Also, gut, erledigt das Thema. So, muss jetzt erstmal sein, die ganzen Frost, weil ihr seid. Die sind sowas von blödartig. Und wenn ihr immer noch zuguckt, geht von meinem Portal, weil ich brauche nicht so Loser wie ihr sein. So. Was macht der jetzt? Tja. Es hängt hier wegen meiner beschissenen Pizza, wenn ihr das so umseht, ist der 99M, es fuck ja ab, ey. I'm fucking fast was ist hier, ey. Ich werd gleich gelb. Meine Fresse, es ist beschissen. So, ja. Und, wie geht's euch so? Nicht jetzt die ganzen Justin Biebers, die ich meine, sondern wisst schön, wen ich meine. Die richtig coolen waren, die das sich angucken und nicht beschiss bewerten. Das kotzt mich so damals manchmal. Weil ihr denkt auch, ihr das Let's Plays zu machen ist arsch einfach. Dann macht doch mal eins. Dann zeigt's mir. Hab ich ja schon vor uns gesagt. Dann zeigt's mir einfach. Und dann. Bei mir aus stecke ich das mir in den Arsch nochmal, dass ihr das dann mal schon mitkriegt. Bei mir aus. Wenn die scheiß Pickteil nicht zurückgeht, ich wäre blöd, ja, ey. Sinnlos. Sinnlos.
Hab schon mein Internet wieder cool down gemacht. Kühl-Tieffach. Ah, Deutsch, Deutsch, Deutsch. So, und was hat's gebracht? Wieder nichts. Alles sinnlos. Ich nehme auch bloß heute diese Folge auf. Hat eigentlich mehrere Themen zurechtgelegt, die ich in den anderen Videos zeigen wollte. Eigentlich, aber wie es aussieht, wird das nichts draus. So. Oder auch, wenn einer hat einen Kommentar mal geschrieben, der hat sich gewundert, dass du so scheiße, dass du abgeknallt wirst. Ja, das passiert mal, das ist ein Spiel, versteht ihr das nicht? Das ist sinnlos manchmal, ey, das ist. Da greife ich mir an den Kopf und denke, was ist das für Bullshit? Ja, komm, hoffentlich ist es bald zu Ende, weil ich wäre sonst so aggressiv, das glaubt er mir nicht. Kann ich das mal an YouTube einstellen? Ja, wenn es doch die scheiß Pinkzahl dazu kommt. Und dann immer gekappt wird, oh, ich wär blöd, ja. Ja, also das wisst ihr schon mal, ja, ganz Schnaps oder so. Das kannst du so dermaßen an. Ich bin noch Anfänger, habe ich ja schon mal betont am Anfang jetzt des Videos, dass ich ein Anfänger bin. Und wenn da passiert, dass ich mal mich verspreche oder nochmal wiederhole, kann es passieren, weil ich auch noch live aufnehme. Manche Künstler sprechen da einfach nochmal danach. Und ich bin keiner so welcher. Jetzt geht's plötzlich, ich fasse es nicht! Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott. Hab so eine Wut auf die ganzen blödarschigen Kinder, die immer denken, mach mal eine nette Bewertung. Das sind alles Justin Biebers. Nee, Justin Biebers. Alles Justin Biebers. Ja. Wenn ihr mal, wenn die einen Arschweg brauchen, dann sollen sie ihren Freunden hingehen und die fragen, mich können sie mal jedenfalls arschlecken. Weil es kotzt mich an, wenn ich in mein Video hochgestellt habe, dann will ich bloß mal gucken, ob da viele schon draufgegangen sind. Also ich bin ja noch Anfang. Ob da viele draufgegangen sind und was passiert, es ist unfucking fassbar, ey. Weiß bloß. Scheiße! Oh mein Gott, oh mein Gott. Der ging glatt durch. So, jetzt bloß noch die scheiß 4 die Abkillerei wegnischeln und dann haben wir es geschafft. Dann habt ihr mich los und ihr wisst jetzt Bescheid, wenn ihr auch so klein Justin Bieber seid, dann geht bitte raus. Geht nie wieder auf meinen Kanal, weil ich brauche eure Klicks auch nicht. Ich brauche keine negativen Bewertungen, weil ich gerade in der Anfangsstufe bin, kann ich nicht perfekt machen. Also, ihr wisst Bescheid, weil es kotzt mich langsam an, wenn ich dann bei YouTube drauf gehe und das ist kleine negative Bewertung, ich kotze ab. Also, ihr wisst Bescheid. Keine Basis von mir erobert, aber egal. Guckt mich an, guckt meine Statistik an, guckt euch an. Merkt euch das, bitte merkt euch das, ich brauche keine, ich bin noch in Anfangsstatus, also bitte keine negativen, großartigen Bewertungen, Dankeschön, euer Oliver8 bei Let's Play World of Tanks.